Ja, es geht um Werte, nicht um schnelle Geld. Ich glaube, wenn wir jetzt dem Uli bei seiner Rede zuhören, aufmerksam zuhören, dann werden wir merken, das ist genau das, was uns als Gewerkschaften, als Gewerkschaft auch verbindet. Uli, du hast das Wort. Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir sind viele, wir sind eins. Das Motto des diesjährigen 1. Mai gilt besonders für Ansbach. Wer vor 2 Jahren, vor 3 Jahren noch unsere Ansbacher 1. Mai-Kundgebungen betrachtet hat, kann heute stolz sagen, ja, in Ansbach lebt auch die Gewerkschaftsbewegung. Die Gewerkschaftsbewegung lebt mit euch. Wir sind viele und wir sind eins. Egal ob NGG, GDP oder EVG, ob IG Bau, BCE, IG Metall oder GEW oder Verdi, wir sind alle da, weil uns eine Erkenntnis eint. Gewerkschaft ist heute notwendiger denn je. Der 1. Mai ist heute auch notwendiger denn je. Wir feiern diesen Tag der Arbeit, diesen Kampftag der Arbeiterschaft, heute mit Gewerkschaften auf der ganzen Welt und erst recht mit denen, die in ihren Ländern mit ihren Regimen reden müssen, mit denen, die verfolgt, verhaftet und getötet werden, nur deshalb, weil sie für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit sind und sich dafür einsetzen. Und deshalb gilt unser erster Gruß auch heute den Kolleginnen und Kollegen in der Türkei und anderen Ländern, die ihre parlamentarische Demokratie verloren haben oder gerade dabei sind zu verlieren. Wir stehen gegen Unterdrückung, gegen Einschüchterung und Gewalt. Wir stehen an eurer Seite. Der 1. Mai erinnert uns daran, nichts, nichts ist selbstverständlich, nichts wurde uns geschenkt. Und er mahnt die Arbeitgeber und die Politik, Arbeit, unsere Arbeit hat ihren Wert und Menschen haben ihre Würde. Wir alle konnten in der Fränkischen Landeszeitung in der aktuellen Ausgabe lesen, dass es zwar der Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten, Alexander Jungkunz, ein eher mäßiges Zeugnis ausstellte, wenn er meint in seinem Leitartikel, ich zitiere, es ist sehr viel von Solidarität und sozialer Gerechtigkeit die Rede in den Erklärungen der Gewerkschaften zum Tag der Arbeit. Das wird auch am Montag, also heute, so sein bei den Kundgebungen, denen deshalb wohl viele fernbleiben, weil sie den Brückentag für einen Kurzurlaub nutzen. Vielleicht aber auch, weil sie merken, der DGB und seine Einzelgewerkschaften sind zu wenig dran an der Hauptherausforderung für den Arbeitsmarkt, an der Digitalisierung, an Arbeit 4.0 und ihren Folgen. Erstens mal, so wenige sind wir heute definitiv nicht. Das haben wir heute schon einmal bewiesen. Und zweitens, das Thema Digitalisierung und ihren Folgen ist ein Thema für uns selbstverständlich. Es ist kein neues Thema. Es ist ein Thema, das wir eigentlich schon seit Ewigkeiten, seit 150 Jahren verfolgen. Seit 150 Jahren erleben wir einen massiven Wandel in der Arbeitswelt, beginnend mit der Mechanisierung der Webstühle bis heute zum Thema Digitalisierung, Arbeit 4.0. Es geht uns dabei immer um eines. Wenn Maschinen auch heute künftig und Maschinen und Algorithmen künftig über die Arbeit übernehmen können, dann ist das uns durchaus ganz recht als Arbeitnehmer, wenn dadurch die Arbeit für uns leichter, weniger und besser vergütet wird. Ist allerdings schlecht für uns Arbeitnehmer, wenn die daraus resultierende Wertschöpfung von Unternehmern eingesteckt wird. So einfach ist das, so einfach war das damals und so einfach ist das auch heute. Wir erschrecken daher nicht vor dieser neuen Herausforderung wie das Kaninchen vor der Schlange, sondern behalten unseren Fokus für gute Arbeit und für ein gutes Leben, für einen angemessenen Anteil am gesellschaftlichen Reichtum und für eine öffentliche Daseinsvorsorge, die nicht zuvörderst Kapitalinteressen, sondern Interessen der Menschen in den Vordergrund stellt. Ja, liebe Kollegen und liebe Kolleginnen, wir können natürlich nicht zufrieden sein mit der Verfassung unseres Sozialstaates zum jetzigen Zeitpunkt und der Situation von Lohnabhängigen in diesem Land. Aber gerade heute dürfen und sollten wir auch mit Genugtuung und selbstbewusst auf historische und aktuelle Erfolge zurückblicken. Historische Erfolge wie die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, bezahlten Urlaub, Arbeitszeitverkürzungen,
Kündigungsschutz, Mitbestimmung, Tarifautonomie, aber auch aktuelle, der letzte große Erfolg, die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns. Kurz, ohne uns Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter würde dieses Land ganz anders aussehen. Und darum ist heute unser Tag, darum ist heute euer Tag. Mindestlohn. Was haben die Arbeitgeber beim Mindestlohn für Schreckgespenster an die Wand gemalt? Und was wurde nicht alles von diesem neoliberalen Expertenlager aufs Tapet gebracht? Ich höre es noch. Mindestlohn wirkt die Konjunktur ab, 700.000 Jobs sind in Gefahr, alles wird ins Ausland verlagert, man hat es wirklich noch im Ohr. Zum 1. Mai letzten Jahres hatten wir es noch nicht schwarz auf weiß, aber jetzt. Der Mindestlohn ist ein voller Erfolg. Mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, Rückgang der Minijobs, mehr Steuereinnahmen, der Binnenmarkt wurde gestärkt durch gestiegene Kaufkraft der Arbeitnehmer. Kolleginnen und Kollegen, die Mindestlohnkampagne hat gezeigt, dass es sich lohnt, mit langem Atem gemeinsam auf ein Thema zu setzen und nicht locker zu lassen und sich nicht von der Lügenpropaganda von irgendwelchen Gewinnmaximierern einschüchtern zu lassen. Klar. 8,84 Euro, die aktuelle Höhe des Mindestlohns, können erst ein Anfang sein. Netto sind das dann bei einem Alleinstehenden, Lohnsteuerklasse 1, 1.075 Euro im Monat. Gerade einmal 100 Euro jenseits dieser Armutsgrenze. Wenn dieser Alleinstehende nicht mehr alleinstehend ist, sondern vielleicht noch eine Frau zu versorgen hat oder ein Kind, dann ist er unterhalb der Armutsgrenze. Und erst mit 11,50 Euro pro Stunde hätte dieser Arbeitnehmer eine Rente oberhalb der Grundsicherung, oberhalb der Sozialhilfe im Alter sichergestellt. Da gibt es noch was zu tun, keine Frage. Aber lassen wir uns diesen Erfolg nicht kleinreden. 5,3 Millionen Beschäftigte haben von diesem Mindestlohn bereits jetzt profitiert. Und das ist gut so. Wir haben auch aus dieser Auseinandersetzung gelernt, Krafteinschränkungen und Einsatz lohnen sich. Wir bräuchten ihn auch auf ganz vielen weiteren Feldern. Wir müssen uns wieder als Gewerkschaften zutrauen, Politik verändern zu können, wenn wir jetzt in diesen 25 Jahren als Doktrin bestehenden neoliberalen Wahnsinn stoppen wollen. Wir müssen einfach wieder mehr Selbstbewusstsein haben. Und deswegen sind wir heute hier. Deswegen ist es gut, dass wir auch so viele heute hier sind. Wir lernen als Gewerkschaft eine uralte Weisheit, gerade aus der Auseinandersetzung. Nur so sind wir die Kraft, die wahren Fortschritte in diesem Land schafft. Deutschland ist ein reiches Land. Warum? Eben nicht, weil Manager Mondgehälter kassieren, sondern weil dieses Land von Millionen von Beschäftigten zu diesem Reichtum geführt wurde, weil es auf diese Beschäftigten bauen kann. Sie sind es, die mit ihren Händen und mit ihren Köpfen Mehrwert und Gewinne produzieren, die Beschäftigten und niemand anderes. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir sind viele und wir sind eins, aber die Ungleichheit der Einkommen ist auf dem Höchststand. Ihr habt es alle gelesen, Vorstände von DAX-Unternehmen verdienen wie viel mal viel als der durchschnittliche Arbeitnehmer bei Ihnen? 57 mal so viel. 57 mal verdient ein Vorstand eines DAX-Unternehmens als seine Arbeitnehmer. Okay, könnte man jetzt einwenden, das sind ja nur 203 Menschen, diese 203 Vorstandsmitglieder, die werden wir ja nur noch irgendwie durchfüttern können. Aber die Hälfte des gesamten Vermögens in Deutschland liegt mittlerweile in der Hand einer Clique, die nur 10% der Bevölkerung ausmacht. Die Hälfte des gesamten Vermögens bei 10%. Wenn ich mir die untere Hälfte der Bevölkerung anschaue, dann besitzt diese untere Hälfte, die unteren 50% gerade mal 1% des gesamten Vermögens. Ein einziges Prozent. Schaue ich wieder auf die Reichen, stelle ich fest, auch das wurde alles untersucht, dass 2 von 3 dieser Reichen nicht einmal einen Strich für ihren Reichtum arbeiten mussten. Sie mussten nur reich geboren sein und erben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist obszön. Reichtum gehört nicht vererbt, Reichtum gehört verteilt. Aber diese Reichen, die bekommen ja immer weniger von uns mit. Die bekommen immer weniger von der Gesellschaft mit. Sie richten sich in ihre eigene Parallelgesellschaft ein. Bewacht von privaten Securities, in ihren privaten Schulen,
unterhalten von privaten Musiklehrern und ihre Freizeit in privaten Swimmingpoolen beheizen selbstverständlich verbringend. Kein Wunder, wenn da der Bezug zur Realität verloren geht. Dass da was nicht stimmt, das fällt zum Glück nicht nur uns als Gewerkschaften auf. Papst Franziskus wurde schon zitiert. Ich wiederhole es gerne, denn er hat recht. Diese Wirtschaft tötet. Und ich ergänze, diese Wirtschaft ist eine kapitalistische Wirtschaft. Also Kapitalismus tötet in diesem Land. Recht hat der Pater Papst. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, fordert im Sinne der Gerechtigkeit, Vermögen und Erbschaften, aber auch den Kapitalverkehr stärker zu besteuern. Wer arbeitet, muss am Ende seiner Arbeitszeit auch mehr haben als nur das Nötigste zum Überleben, sagt er. Sogar OECD und Weltbank stellen mahnend fest, dass die Einkommensungleichheit in Deutschland sogar stärker zunehme als in der erzkapitalistischen USA und auch viel stärker als in Frankreich und Großbritannien, und dass es so nicht weitergehen könne. In einem Aufruf Reichtum unverteilen von Januar 2017 rufen Arbeiterwohlfahrt, Paritätischer Wohlfahrtsverband, Nationale Armutskonferenz und Deutscher Mieterbund auf, die Vermögensverteilung eine Umkehr der Vermögensverteilung zu bewirken und bezeichnen diese in Deutschland als nur noch obszön. Wir sind nicht alleine, wir sind eine gute Gesellschaft, also lasst uns was aus diesen Bündnissen machen endlich. All diejenigen, die ihr Geld in Panama verstecken, mit sogenannten Steuerstripping und Cum-Ex-Geschäften vor der Steuer verstecken, wenn der Staat privatisieren will, wer den Sozialstaat abbauen will, wer an Kultur, Bildung und Infrastruktur sparen will, wer Arbeitslose verachtet oder wer glaubt, dass Beschäftigte in den Behörden, in den Büros, an Werkbänken und in den Werkhallen als Mittel zum Zweck eigener oder angeblich höherer neoliberaler Kapitalinteressen betrachtet werden sollten. All denen rufen wir zu. Ihr seid die Verweigerer von wahrem gesellschaftlichem Fortschritt. Ihr seid die problematische Parallelgesellschaft und ihr seid die wahren Asozialen in diesem Land. Yeah. Es ist bestürzend, mit anzusehen, wie sich manche in diesem Land dennoch benehmen, realitätsfremd und unverschämt und bedienen. Da bekommt zum Beispiel VW-Chef Winterkorn 3.100 Euro Ruhegeld von seinem Betrieb. 3.100 Euro. Nee, nicht pro Monat, pro Tag. Das macht im Monat 93.000 Euro Ruhegeld, das er sich wohl irgendwie verdient haben muss. Wie lange müsste dafür eigentlich ein durchschnittlicher Arbeitnehmer in diesem Land arbeiten? Was glaubt ihr? 100 Jahre, 200 Jahre, 300 Jahre? 500 Jahre heißt, 2.997 Jahre müsste ein normaler Arbeitnehmer für diese Rente arbeiten. Von der Bronzezeit bis heute, um das gleiche Ruhegehalt wie Herr Winterkorn zu bekommen. Da merkt man alleine schon, wie realitätsfremd, wie abgehoben, wie verdreht letztendlich diese Welt mittlerweile ist. Was bekommt ein Mann tatsächlich heute am Ende seines Arbeitslebens an Rente? Im Schnitt 1.040 Euro. Und eine Frau, nicht einmal die Hälfte davon. 1.040 Euro für einen Mann, für eine Frau rund 500 Euro. Aber ihr müsst ja nur privat vorsorgen, Riester-Rente, private Versicherungsverträge, heißt es immer noch. Man begreift es endlich. Begreift es endlich, diejenigen, die eben gerade mal mit ihrem Leben halbwegs zurechtkommen, die haben nun mal, das sagen wir seit 15 Jahren, kein Geld, das sie auch noch auf die Seite legen könnten, auch wenn es Riester gefördert wird und ob es ihnen dann letztendlich was hilft oder sie dann tatsächlich am Ende des Tages eine Rente haben, von der sie nicht von der Sozialhilfe abhängig sind. Das steht nochmal dahingeschrieben. Und Jununo, Wunder, stellen wir in irgendwelchen Untersuchungen fest, ja, ausgerechnet die unteren Einkommensschichten haben kaum mit Riester und ähnlichen zweiten und dritten Säulen vorgesorgt. Das haben wir von Anfang an gesagt, dass das so nicht funktionieren kann. Jetzt stellen Sie es endlich auch einmal durch Ihre Wissenschaft fest. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, was Rente betrifft, es ist höchste Zeit, dass sich hier bei den Wahlen im Herbst was dreht. Bessere Renten gibt es nicht mit Förderprogrammen für private Versicherungen. Bessere Renten gibt es nur mit einer stabilen gesetzlichen Versicherung. Es ist Fakt.
Ein gerechtes Rentensystem kann man schaffen, wenn man es will. Man könnte auch Selbstständige in das Rentensystem einbeziehen. Man könnte eine mit einer Bürgerversicherung auch Mieteinnahmen und Kapitalerträge einbeziehen und damit eine Rentenversicherung für alle schaffen. Man könnte die Beitragsbemessungsgrenze abschaffen. Man könnte die Rente für Gutverdienende beschränken und eine Mindestrente schaffen. Man könnte. Traumtänzerei? Mitnichten. Genau das Modell praktiziert die Schweiz. Ausgerechnet dieses erzkapitalistische Land. Dort gibt es mit diesem Modell eine Mindestrente in Höhe von 1.075 Euro und eine Höchstrente für die Superreichen in Höhe von 2.150 Euro, denn die haben ohne dies privat fürs Alter noch vorgesorgt. Das geht! Ja, und mir ist nicht bekannt, dass deswegen die Reichen in der Schweiz, wie scheues Wild, wie es hier immer so schön heißt, das Land verlassen würden und woanders ihr Heil suchen würden. Man könnte also auch hier, aber man will halt nicht. Dies jedenfalls so lange, wie wir sie nicht dazu zwingen. Daher unsere zentrale Forderung für die Bundestagswahl: sorgt dafür, dass diese immense Produktivität dieses Landes, dass der immense Reichtum sich auch in einer sicheren und auskömmlichen gesetzlichen Rente wiederfindet. Für die jetzige und für alle künftigen Generationen. Keine weitere Absenkung des Rentenniveaus durch Nachhaltigkeitsfaktoren und so weiter. Im Gegenteil, lasst uns das durchschnittliche Rentenniveau wieder auf wenigstens 50% des durchschnittlichen Bruttoeinkommens steigern. Wer ein Leben lang gearbeitet hat, hat auch eine vernünftige Rente verdient. Das wollen wir für die Bundestagswahl gestalten. Deswegen hat der DGB auch eine große Kampagne diesbezüglich gestartet. Aber uns erwartet an ganz anderer Stelle ein neuer Abwehrkampf. Der Rainer hat es vorhin schon angedeutet. Es wird immer deutlicher, dass Arbeitgeber beabsichtigen, Axt an das Arbeitszeitgesetz zu legen. Da fordern die Arbeitgeber nun immer lauter auch noch, ich kann es nur als Frechheit bezeichnen, die Abschaffung der bestehenden Arbeitszeitregelung. Zum Beispiel Gesamtmetallchef Rainer Dulger tat jüngst am 27. März gerade so, als ob Arbeitgeber mit Lage und Dauer der Arbeit nichts mehr zu tun hätten. Ich zitiere ihn mal. Er sagt tatsächlich, was Arbeitszeit betrifft, der Kunde. Und nur der Kunde bestimmt, wie viel Arbeit vorhanden ist. Und er bestimmt auch, wann sie erledigt sein muss. Nach Gesamtmetallchef Dulger könnte ein Gesetz daher so aussehen, dass man eine tarifliche Eröffnungsklausel, vorsieht und sagt, statt des 8-Stunden-Tages gilt künftig eben eine Wochenarbeitszeit von x Stunden. Kollegen und Kolleginnen, das, was DERF da vorhat, das ist eine weitere Prekarisierung der Arbeitswelt. Wenn jemand den so theoretisch möglichen 16-Stunden-Tag im Alter von 20 oder 30 Jahren noch schaffen sollte, dann klappt das spätestens mit 40 oder 50 Jahren garantiert nicht mehr. Solche Pläne sind eine Sauerei und müssen auf unseren entschiedenen Widerstand stoßen. Hände weg vom Arbeitszeitgesetz. Wenn der Frau nicht gelesen wird, dann ist das ein bisschen. Ja, zum Wahljahr 2017 schalten die Arbeitgeber auch wieder in den neoliberalen Kampfmodus. Sie machen knallharte Lobbyarbeit für Niedriglöhne, unsichere Arbeitszeit, ausufernde Arbeitszeiten und niedrige Renten. Allerdings machen sie das meistens nicht einmal selber, sondern sie tricksen und tarnen sich. Eine dieser Tricksereien sitzt in einem Berliner Hinterhaus und nennt sich Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, INSM. Gegründet von Arbeitgebern und finanziert von Arbeitgebern. Mit mindestens 7 Millionen Euro Budget im Jahr kaufen sie sich Wissenschaftler für Studien in ihrem Sinn, seitenweise Zeitungsanzeigen für ihre Propaganda, Promis als Botschafter, wie sie es nennen, und am liebsten kaufen sich gleich ganze Politiker in Parlament und Regierung. Diese INSM hat vergangene Woche ihre Bundestagswahlkampagne gestartet. Ihr Slogan dabei ist: Gerecht geht nur mit Marktwirtschaft. Damit zeigen die Arbeitgeber erstmal eins: wie sehr sie unsere jahrzehntelangen Kämpfe verachten. Was lief beispielsweise diese INSM amok, als wir es wagten, endlich wieder das Thema auf die Tagesordnung zu bringen? Da schrien sie etwa, aber die Kinderarmut ist ja noch viel schlimmer. Mein Gott, wie sind denn die drauf?
Kinderarmut und Altersarmut gegeneinander in Konkurrenz zu bringen. Zwei Seiten derselben Medaille, zwei Seiten derselben Medaille, die einfach Verteilungsgerechtigkeit in diesem Land heißt. Das ist schlichtweg ekelhaft. Wer jung gegen alt gegeneinander aufhetzt, wer Armut gegen Armut aufhetzt, der verhält sich schlichtweg ekelhaft. Anders kann ich es nicht sagen. Oder vor wenigen Wochen, was einmal laut über diese unsägliche Agenda 2010 und Verbesserung für ältere Arbeitslose nachgedacht wurde. Seitenweise schaltete da die INSM auch gleich wieder Zeitungsanzeigen mit dem Märchen, die Agenda 2010 habe Deutschland aus der Krise geholt. Nein, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ständige Wiederholungen machen die Sache auch nicht wahrer. Nein, es waren eben nicht diese Sozialkürzungen. Es war die gute Arbeit der Beschäftigten für gute Produkte und die Sozialpartnerschaft mit uns Gewerkschaften. Das hat Deutschland aus der Krise geholt. Hartz IV führte nicht zu mehr Arbeitsplätzen und schon gar nicht zu mehr Wohlstand, sondern zu einer dauerhaften Verarmung weiter Bevölkerungsteile und einer Bedrohung für diejenigen, die heute noch im Lohn und Brot sind. Das ist die Wahrheit. Drum auch von dieser Stelle, ihr lieben INSM-Lobbyisten, der Markt regelt gar nichts, erst recht keine Gerechtigkeit. Der pure Markt regelt nur eines, den Reibach von wenigen. Nur Reiche können sich einen armen Staat leisten. Noch ein Wort zum Thema Gesundheitsversorgung, weil es gerade hier in Ansbach sehr prominent ist. Bei unserer Demonstration haben wir einen kleinen weißen Block gesehen. Das waren Beschäftigte von den Ansbacher Krankenhäusern. Wenn 700 Beschäftigte am Ansbacher Klinikum derzeit in eine unsichere Zukunft blicken müssen, dann ist es keineswegs nur Ausdruck eines fragwürdigen Wirtschaftens dort, an dem in den letzten Jahren vor allem Unternehmensberater jedweder Couleur verdient haben. Die desaströse Situation des Gesundheitswesens zeigt sich ja nicht nur dort, sondern beispielsweise auch mit dem im Ansbacher Kreis besonders spürbaren Ärztemangel auf dem Land fort. Und es setzt sich fort mit der Situation der Beschäftigten, auf die viel zu wenig eingegangen wird. Gerade in Anbetracht der Diskussion um das Ansbacher Krankenhaus müssen dazu ein paar Takte gesagt werden. Es führt nämlich kein Weg vorbei, auch in der aktuellen Situation, an mehr Personal in den Kliniken. Seit Jahren machen wir deutlich, welche Folge es hat, wenn bundesweit 162.000 Euro in den Kliniken fehlen, 70.000 davon, 162.000 Stellen in den Kliniken fehlen, 70.000 davon alleine in der Pflege. Konkret bedeutet dieser Personalmangel, es hat ja was zu bedeuten, wenn nicht genug Personal da ist. Dass Patienten und Patientinnen, also potenziell ihr und ich, auch als ganz normale Patienten, unnötig lange Schmerzen aushalten müssen, Diagnosen nicht vernünftig gemacht werden, Medikamente nur zeitverzögert verabreicht werden, dass nach Operationen regelmäßige Kontrollen der Vitalzeichen unterbleiben, dass Sterbende unzureichend begleitet werden, dass Genesende und deren Angehörige zu wenig Aufmerksamkeit erhalten und Sachverhalte Behandlungsbedürftigen unzureichend erläutert werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr seht, es geht um die Würde, denn kranke Menschen sind keine kaputten Maschinen, Krankenhäuser sind keine Fabriken. Viele Krankenhausbeschäftigte holen alles aus sich heraus, um dieses Desaster noch halbwegs im Griff zu behalten. Viele werden wegen dieses Dauerstresses auch krank an Körper und Geist, an der Psyche. Doch noch so großes persönliches Engagement kann diese strukturellen Defizite nicht ausgleichen. Da bin ich froh, dass immer mehr von den Beschäftigten auch den Weg zu uns, Gewerkschaften zu Overity finden, um sich gemeinsam hiergegen zu wehren. Wer nur so tut, als ob öffentliche Daseinsvorsorge als Teil des Marktes funktionieren kann, wer also so tut, als ob sich das alles irgendwie von selbst rechnet, hat sich bereits verrechnet. Solche Krankenhäuser würden in Zukunft dann eben nur noch in Luxusabteilungen Designerkrankheiten behandeln. Sie würden sich nur noch um Bauchdeckenstraffungen, Augenlaser und plastische Chirurgie kümmern. Die Breitenversorgung würde dann nur zum lästigen Beiwerk. Machen wir uns nichts vor. Unsere Krankenversicherung braucht mehr Geld. Nicht, damit dieses an Pharmakonzerne und an
die Manager und Aktionäre von Gesundheitsfabriken verteilt werden kann, sondern damit die Versorgung von Patienten wie dir und mir wieder besser funktioniert. Statt DRGs und Imitation eines Marktes brauchen wir eine verbindliche, angemessene Personalausstattung. Und es war und ist daher auch grundfalsch, dass die Arbeitgeber sich aus der gemeinsamen Solidarität in der Krankenversicherung verabschiedet haben. Ihr wisst alle, seit 2005 werden die Beiträge zur Krankenversicherung nicht mehr hälftig aufgeteilt zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Alle künftigen Beitragssteigerungen gehen nur noch zulasten von uns Arbeitnehmern. Ich sage ja verdammt nochmal, Arbeitgeber, ihr habt da genau das gleiche Interesse an gesunden Arbeitnehmern, wie wir ein Interesse als Arbeitnehmer haben, gesund zu bleiben. Also kehrt bitte zurück, sorgt dafür in der Politik, dass wieder 50-50 aufgeteilt wird, dass die Beitragssätze fair verteilt werden zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Wir haben, ihr seht, viele Forderungen an die Politik. Aber eine Forderung, eine Erwartung haben wir auch als Gewerkschaften an euch als Wähler bei der nächsten Bundestagswahl im Herbst. Es werden dort wichtige Weichen gestellt, aber eines ist ganz klar. Die Alternative für Deutschland ist für jeden Gewerkschafter, für jede Gewerkschafterin alles andere, aber sicher keine Alternative. Ich werde das ausführen. Warum? Man braucht dafür gar nicht erst in das jüngste Schwarzbuch AfD zu blicken und die aufgedeckten Verwobenheiten der Spitzen dieser Partei mit Neonazi-Organisationen skandalisieren. Man braucht gar nicht darüber zu resonieren, warum die Parteiordnungsverfahren gegen den Nürnberger Kreisvorsitzenden Martin Sichert als Fan von einem Generalfeldmarschall Rommel eingestellt worden sind. Warum die Kreisvorsitzende von Schwabach, Helene Hohn, ungestraft ein Hitlerfoto posten und untertiteln darf: Adolf, bitte melde dich, Deutschland braucht dich. Warum ein Edwin Hübner als stellvertretender Vorsitzender der AfD Kulmbach Deutschland in den Grenzen jenseits der Oder sieht. Es reicht vollkommen, wenn man einmal in das Grundsatzprogramm dieser AfD schaut, um zu wissen, die AfD hat nichts, aber auch gar nichts mit unseren Prinzipien als Gewerkschaft zu tun. Die AfD, da steht es schwarz auf weiß, die AfD will eine weitgehende Deregulierung zugunsten der Unternehmer. Da steht es schwarz auf weiß, der Staat soll sich nach dem Willen der AfD ausschließlich auf die Bereiche Sicherheit, Justiz, auswärtige Beziehungen und Finanzverwaltung konzentrieren. Kein Wort vom Thema Sozialwesen und Arbeitsverwaltung. Da steht drin, dass Sozialversicherungen zurückgefahren werden sollen. Die Bundesagentur für Arbeit soll sogar abgeschafft werden. Da steht drin, Erbschaftssteuer und Vermögenssteuer sollen abgeschafft werden. Vermögenssteuer wird eh schon nicht mehr erhoben. Erbschaftssteuer ist eine wichtige Einnahmequelle für den Staat. Da steht drin, dass Frauen, gefälligst die deutschen Frauen jedenfalls, die blutdeutschen Frauen, wie sie es nennen teilweise, sollen wieder mehr Kinder bekommen. Also ein Frauenbild, das Frauen zur Gebärmaschine degradiert und so weiter und so fort. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, das, was die AfD da als Alternative präsentiert, das ist Neoliberalismus, das ist kältester Kapitalismus, der da niedergeschrieben ist. In einem Grundsatzprogramm wohlgemerkt, das im Vergleich zum ursprünglichen Entwurf als entschärft gilt. Unsere Ablehnung der AfD gilt erst recht für deren verantwortungslose Hetze und Pauschalierung gegen Migrantinnen, gegen den Islam und Flüchtlinge. Und da muss ich wirklich sagen, Ansbach hat nach dem Anschlag vom 24. Juni letzten Jahres durch einen durchgeknallten Islamisten an der Reitbahn hier vorne wirklich toll reagiert. Ansbach hat so reagiert, dass es noch näher zusammengerückt ist, die Bevölkerung. Tagelang war ein Plakat direkt am Anschlagsort zu lesen: Meinen Hass kriegt ihr nicht, stand da drauf. Und genau darum geht es. Wer wie die AfD Hass und Rassismus schürt, macht sich an der Zukunft schuldig. Denn wir wissen aus leidvoller Vergangenheit in Deutschland, Rassismus und Hass führen zu Chauvinismus. Chauvinismus führt zu Nationalismus und Nationalismus führt zu Faschismus und Krieg. Vergesst das nie und daher keine Stimme der AfD. Darum, ihr Hetzer und Pseudopatrioten, ihr seid nicht das Volk, sondern gegen ein Deutschland der Freiheit, des Friedens und des Rechts und der Gerechtigkeit. Die Grenzen in dieser Welt verlaufen nicht zwischen
zwischen Ausländern und Inländern. Sie verlaufen nicht zwischen Jung und Alt, sie verlaufen nicht zwischen Schwarz und Weiß, sondern sie verlaufen zwischen Oben und Unten und zwischen Reich und Arm. Nichts anderes. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, lasst uns diesen Tag noch feiern, diesen Tag der Solidarität. Das ist unser Tag für eine friedliche, sozial gerechte und tolerante Welt. Glück auf! Lieber Uli, herzlichen Dank für deine Rede. Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir könnten inhaltlich, thematisch hier oben noch stundenlang weiterreden. Du hast viele brennende Themen angesprochen und eines kann ich zu 1000% unterstützen, das ist ja das, was wir vorhin mit der Politik schon besprochen haben. Eine Alternative für Deutschland gibt es zweifelsohne, aber nicht in dieser Partei, sondern wenn es eine Alternative gibt, dann seid ihr das draußen in den Betrieben, dann sind wir das als Gewerkschaften. Ihr seid die Stabilität in den Betrieben. Ihr seid das soziale Gewissen in den Betrieben, Kolleginnen und Kollegen, und deshalb müssen wir, glaube ich, diese Diskussion auch sehr stark in den Betrieben führen. Ich danke dir an dieser Stelle für diese klaren Worte, weil eins muss uns gemeinsam auch klar sein, Kolleginnen und Kollegen. Auch in den Betrieben gibt es AfD-Wählerinnen und AfD-Wähler, und auch mit denen müssen wir so deutlich reden und auch dort müssen wir so deutlich Position beziehen, wie das der Uli gerade getan hat. Herzlichen Dank auch dafür. Wir hören jetzt noch zwei Songs. In der Zeit gibt es hier eine kleine Umbaupause und dann werdet ihr noch ein Theaterstück verfolgen können, in dem es auch um das Thema Arbeit natürlich geht, aber dazu gleich mehr.